So, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit diesem schnieken Paket an. Ja, ich habe mir, im Moment bin ich wohl im Gameboy-Fieber, denn ich habe mir für meine Gameboy-Sammlung drei weitere Spiele ersteigert. Und wie ich finde, preislich und für die Zustände, die sie hier drin sind. Und ich hoffe, sie sind auch so wie auf den Bildern, gerade jetzt wegen Versand etc. Ja, dann wäre das eine ultra geile Sache. Und ihr könnt schon erkennen, ich packe das hier mal zur Seite. Als allererstes, oder hat er das komplett gemacht? Ah ne, er hat das komplett gemacht. Dann packe ich das so weg. Ich dachte, der hat das alles einzeln verpackt, aber nein, er hat das Ganze. Dann mache ich das mal so, dass ihr das hier sehen könnt. Wir haben hier nämlich Kirby's Dream Land, Super Mario Land und Super Mario Land 2. Und halt eben alle drei in einem guten Zustand. Denn ich hoffe mal, dass es vom Verpacken her alles so gut funktioniert hat. Ich mache einen kurzen Cut, hole das Ganze jetzt hier einmal vorsichtig raus und dann schauen wir uns die Games im Detail an. So, dann würde ich sagen, sollte das mit dem Licht ganz gut passen. Hier ist es ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das macht nichts. Wir schauen uns die drei Games ja einmal an und so macht das Sammeln halt Spaß, Leute. Das Ganze war ja, habt ihr gerade gesehen, nochmal in Luftpolsterfolie auch umwickelt und das Ganze wurde halt eben auch in den PET-Hüllen schon praktisch noch versendet. Finde ich richtig geil von Sammler für Sammler. So, dieser Satz, der macht einfach so viel Sinn. Dementsprechend merkt man halt dann, wenn man halt auch wirklich von Leuten kauft, die mal ihre Sammlung verkleinern und dann halt eben auch so super verkaufen. So muss ich jetzt meine eigenen PET-Hüllen nicht raussuchen und noch falten, sondern die sind einfach schon perfekt hier drin. Ja, schauen wir uns das als allererstes mal kurz im Detail von hier oben an. Und danach mache ich wieder einen Cut und dann schauen wir uns die einzelnen Games an. Ja, aber machen wir das erstmal kurz so von der Hülle hier aus. Sie hat einige Kratzer, dementsprechend nicht wundern. Ihr werdet gleich sehen, das ist vom Zustand her dann deutlich besser nochmal. Okay, hier geht die Hülle ein bisschen kaputt, aber das ist egal. Muss nur ein paar Wochen halten. Hier der Dreck, das ist absolut oberflächlich, das ist also absolut oberflächlich von der Box. Das werdet ihr aber auch gleich sehen. Ja, so vom ersten Blick finde ich halt, ist das wirklich eine ziemlich geile Sache. Dann auch Super Mario Land, richtig coole Sache. Das Einzige, was Super Mario Land wirklich hat, also das hier ist wieder Box, aber was ihr halt seht, ist hier an der Kante, beziehungsweise hier, ja, es ist ja nicht die Knickkante, das ist ja hier hinten, aber ja, hier oben am Rand halt eben von der OVP. Da hat sie halt leider ein paar Punkte, ich meine, sonst von den Kanten und so ist das ja nur minimal und sonst sieht die wirklich sehr, sehr gut aus. Das ist das Einzige, was Super Mario Land hat. Dementsprechend könnte das die schlechteste Bewertung werden. Aber da spreche ich dann später einmal zu. Es ist dieselbe Version, wie ich sie hier tatsächlich auch schon einmal stehen habe. Nur ich finde, hier sieht sie tatsächlich nochmal etwas besser aus. Ja. Dementsprechend habe ich da mitgeboten und vor allem hätte ich nochmal die Anleitung gebraucht. Die hätte mich jetzt auch nochmal ein paar Euro gekostet und ja, dementsprechend bin ich da so ganz glücklich mit. Und mein Highlight, wie ich finde, weil da muss man erstmal in einem guten Zustand rankommen, ist Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Da freut es mich richtig, das jetzt hier als ZIP-Game hier stehen zu haben. Man hat hier halt wirklich so ähnlich wie bei Super Mario Land hier nur oben an den Kanten so die kleinen Punkte, aber sonst sieht das Ganze einfach richtig gut aus. Das Einzige, was man halt hat, das werden wir aber glaube ich auch gleich sehen. Ich meine, hier war so ein kleiner Einknick drin, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Schauen wir uns gleich im Detail an. Aber so sonst sieht das wirklich super aus. Und schon mal kleine Spoilerwarnung: Anleitung und Module sehen halt wirklich alle super aus. Zumindest von dem, was man bisher auf den Fotos gesehen hat. Ja, dann würde ich sagen, lege ich mal alle zur Seite. Wir fangen mit Kirby's Dream Land an und schauen uns das Ganze außerhalb der OVP im Detail an und wieso die Module und Anleitungen aussehen. So, dann würde ich sagen, fangen wir hier auch direkt an. Wie immer zuerst mit der OVP. Ich habe es jetzt direkt mal offen gelassen, damit ihr das Ganze hier auch so sehen könnt. Auch die beiden Faltteile hier, ich habe gerade deren Namen vergessen, sind in einem guten Zustand. Man hat halt hier zum Beispiel diese kleine Stelle. Das ist nicht so schön.
Aber sonst sieht das Ganze halt echt super aus. Jetzt mache ich das Ganze mal vorsichtig zu und versuche euch das mal zu zeigen. Hier ist halt wirklich nichts groß an der UVP. Man hat minimale, so kleine Kratzer hier, wenn man es so sehen kann. Aber da musst du wirklich schon das direkt ins Licht halten. Deswegen finde ich das wirklich mehr als in Ordnung. So, und hier von der Seite finde ich, sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Dann auch von hier unten. Von der Seite hat man jetzt hier so eine kleine Stelle. Aber das ist halt auch echt minimal, wie ich finde. Und die Rückseite, ja, würde ich mal behaupten, ist auch in einem ordentlichen Zustand. Also sie hat wirklich so ein paar Stellen. Sie ist hier zum Beispiel ja auch. Ja, was ist denn das? Abstehend ist es nicht, aber ja, so eine kleine Stelle halt. So, also so zwei, drei Miniatursachen. Das ist, würde ich mal sagen, die Stelle hier und was wir da an der Lasche gesehen haben, sprich jetzt hier die Kante. Das sind so die beiden Stellen, wo ich jetzt sagen würde, was könnte es werden? Ich glaube, durch die beiden Stellen könnte es schwierig werden, eine Goldbewertung zu bekommen. Ja, müssen wir abwarten, ob diese Box letztendlich eine 85 werden kann. Dann mit dem Altersbonus von OneUp könnte das Ganze dann eben diese 87,5 denn werden. Beziehungsweise 87 wäre es ja dann. Ja, also müsste, nee, die Box müsste dann eine 86 letztendlich sein. Ja, wird schwierig. Wird schwierig. Müssen wir echt mal gucken, wie das wird. Ich hatte es, glaube ich, mal ausgerechnet und dann muss es, glaube ich, Minimum eine 85 werden, wenn das andere so im 90er-Bereich ist. Also, ob das Game jetzt Gold wird, weiß ich nicht. Ich habe die alle mit der Prämisse gekauft. Da habe ich eine Chance, dass sie Gold bekommen. Ob das so wird, weiß ich nicht. Kann halt auch immer alles so knapp bei einer 85 sein. Aber sie sehen halt so sonst halt echt super aus. Dementsprechend einfach mal abwarten. So, legen wir das mal kurz zur Seite, schauen wir uns die Anleitung an. Und ja, gut, ja, das wird keine 90. Oder gehe ich mal von aus, man hat hier diesen kleinen Knick drin. Sonst sieht es ja soweit ganz gut aus. Ist das bemalt oder ist das beabsichtigt? Ich weiß sie. So. Ne, das ist normal. Das ist der Hintergrund. Okay, ich dachte gerade schon. Man hat hier den Knick drin. Ja, also Kirby's Dream Land, bin ich ehrlich. Selbst wenn das Modul jetzt eine 90 wird, oder sowas in der Richtung, kannst du das vergessen. Eine 85 plus wird das, glaube ich, nicht. Ich meine, so sieht das echt gut aus. Ich glaube tatsächlich, das Modul wird im 90er-Bereich sein. Die Anleitung und aber die OVP. Ja, eine 85. Das wird eine 85. Mehr kann ich da nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das eine 85 plus wird. Man muss halt echt mal abwarten. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, bis ins kleinste Detail. Also unabhängig vom Altersbonus. Unabhängig vom Altersbonus finde ich halt schon, dass das noch eine 85 sein könnte, trotz eben dieser Stelle, aber sie fällt halt auch nicht so stark auf und halt eben der Stelle hier hinten, aber das sind halt nur Miniaturstellen, weil sonst hat die halt wirklich nichts. Also ich bin da noch guter Dinge. Und der Altersbonus würde ja auf die OVP gehen. Anleitung Safe 85 in dem Dreh. Ich meine, gut, ich sage jetzt nie die Einzelschritte, ne, sondern ich mache immer so um den Dreh. Das wird dann die 85 sein, das könnte eine 90 sein, das kann es aufheben. Also man kann eine Chance haben, aber ich glaube eher tatsächlich, ja, dass das Ganze eher Richtung 85 anstatt 85 plus geht. Aber warten wir es ab. Dementsprechend mache ich ja immer diese Videos, damit ihr auch eure Einschätzung abgeben könnt. Ich so meine Einschätzung, nachdem ich sie nochmal gekauft habe und wir dann immer so rückwirkend nachschauen können, wenn die Spiele dann wieder da sind. Ja. Warum und weshalb dann wie was geworden ist. Man hat ja auch immer den Vorteil, egal bei welcher Firma jetzt hier, Pixel ist es Pop Report oder jetzt bei OneUp mit dem Zertifikat,
dass man dann eben ja auch nachprüfen kann, weil sie eben reinschreiben, warum, weshalb, eben wie was geworden ist. Ja, sehr schön. Dann war's das mit Kirby's Dream Land. Ich mache einen Cut und wir machen weiter mit Super Mario Land. So, dann machen wir weiter mit Super Mario Land. Auch hier lasse ich es einmal kurz offen, damit ihr das sehen könnt. Genau, so sieht das praktisch hier von innen aus. Ich weiß jetzt nicht, wie stark sowas in Ausrichtung fällt. So wie ich ja schon gesagt habe, man hat hier eben diese kleine Macke. Und sonst sieht das Ganze aber, finde ich, ganz gut aus. Vorne. Genau, ich mache das auch mal wieder zu. Achso, man hat hier in der Lasche so einen kleinen Knick drin. Die sehen alle super geil aus, aber haben so Miniatursachen, weswegen es echt schade sein sollte, wenn die alle an der 85 Plus wegkratzen. Ich sehe schon kommen, dass die alle drei bei 85 landen. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen frustriert. Naja, schauen wir mal. Nein, also so hat man auch hier wieder ein paar oberflächliche Kratzer. Es kommt halt echt auf den Lichteinfall ein, ne? So sieht es ganz gut aus. So sieht man hier ein paar kleine Kratzer oder hier beim G könnt ihr das auch sehen. Also kleine oberflächliche Sachen sind da. Sonst aber von den Seiten sieht das super aus. Unten genauso. Seite hier hat man wieder auch so eine kleine Stelle wie bei Kirby's Dream Land. Ich weiß nicht, auf sogar fast ähnliche Höhe. Oben. Ja, hat man hier die Lasche, die ist leider in einem etwas schlechteren Zustand oben. Da ist so eine kleine Stelle, da ist so eine kleine Stelle. Ich habe halt eher so das Gefühl, dass das alles so 82, 83 von den Subgrades wird, da sie einen Einser-Schritten machen. Und dann reicht das echt nicht für die 85 Plus. Aber ich sehe schon, komm, das wird alles drei Silber. Oh Mann. Aber sonst sieht das halt wirklich sehr, sehr gut aus, auch von hinten, wenn man sich das halt so anguckt. Wenn man jetzt da rüber guckt, dann hat man hier so eine kleine Einbuchtung, so minimal. Aber sonst sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, sorry, ich musste kurz einen Cut machen. Also, wie gesagt, von hinten sieht das Ganze wirklich sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Da hat man eigentlich nichts zu beanspruchen. Wenn man sich das Ganze halt so anschaut, finde ich das gut. Klar, man hat das hier bei Super Mario Land, hat hier eben diesen Streifen oben, aber sonst so vom optischen her ist das wirklich schon sehr, sehr geil. Aber ja, wir schauen uns jetzt zuerst mal kurz die Anleitung an. Auch die hat wieder halt so ein paar kleine Spuren. Es sind wirklich Sammlerzustände, muss ich sagen. Also es ist trotzdem, selbst wenn es jetzt keine Goldbewertung wird, finde ich schon, dass man es als Sammlergegenstand werten kann. Man hat halt hier eben so diese paar Spuren. Ich denke mal, es wird alles diese 85 sein. Also ich kann es nochmal von der Rückseite zeigen, damit man es ein bisschen sieht. Es sind halt ein paar Gebrauchsspuren da. Sonst sieht das Ganze aber eigentlich mal soweit ganz gut aus. Und hier auch wieder das Modul. Da kann man wieder nicht meckern. Da ist ein. Das Rohr könnte doch Dreck sein. Ne, da ist ein kleiner Kratzer bei dem I.O. Aber sonst sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich denke mal, die ganzen Sachen werden immer knapp. Also die Module, denke ich mal, werden so im 90er-Bereich sein. 88 bis 90. Die OVPs werden immer so 84, 85 sein. Und die OVP, ja. Ich denke mal, vom reinen Upgrade ohne Altersbonus wird es immer so 82, 83 sein. Vielleicht, ja, 84, weiß ich nicht. Ich denke mal, diese 85 werde ich erreichen, aber nur mit dem Altersbonus. Und dann reicht es wiederum in der Regel nicht, weil du dann immer knapp drunter bist. Mit 76, 77, je nachdem, was dann die anderen Sachen werden. Du brauchst aber diese 87,5. Und da werden wir immer ganz knapp, denke ich mal, das leider nicht erreichen. Ja, müssen wir abwarten. Wir schauen uns einfach mal, wie es wird. Das ist Super Mario Land. Und jetzt schauen wir uns gleich noch Super Mario Land 2 an. So, dann schauen wir uns nun Super Mario Land 2 einmal an. Auch hier als erstes wieder die Verpackung. Und ja, die Lasche selbst hat auch hier wieder so eine minimale Spur und so ein, ja, doch, da kann man es erkennen, so einen ganz, ganz leichten Knick drin. Aber das ist nur so minimal. Sonst so, die Laschen sehen soweit ganz gut aus.
Genau. Und wenn man jetzt hier so drauf schaut, erkennt man tatsächlich auch nicht viel. Man hat so eine kleine Spur hier oben und hier an der Kante, aber das sind wirklich nur so Miniaturstellen. Dann hat man hier so ganz leichte Gebrauchsspuren, aber auch sonst hier auf der Rückseite, ja, ne, man hat das von der Knickfalte hier natürlich ein bisschen. Und wenn man hier das jetzt gerade so bewegt, sieht man hier zum Beispiel auch ein paar oberflächliche Kratzer. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Kratzer ja, an Abzügen geben. Hier hat man auch so einen ganz leichten Einknick. Ich finde es immer krass, wenn man jetzt so drauf guckt, sieht das aus, als hätte das Spiel gar nichts. Wenn man halt es aber dann so ein bisschen bewegt, erkennt man dann teilweise doch halt nochmal Spuren. Das ist halt immer das, wenn man manchmal denkt, bei manchen gegradeten Sachen, warum sieht das Ganze, das sieht doch super aus, warum hat das so eine schlechte Bewertung oder eine schlechtere, als man denkt. Ja, weil manche Sachen halt wirklich nur im gewissen Lichtanfall dann zu sehen sind. Und gerade wenn es dann gecased ist, auch durchs Case selber, durchs Acryl, erkennt man es dann vielleicht auch nicht mehr so. Dementsprechend finde ich das immer ganz gut, wenn man dann sowas macht, oder wie ich das auch entschieden habe jetzt mit diesem Format, dass ich dann nicht immer einzelne Videos mit Unpacked mache, sondern regelmäßig halt dann diese New Stuff Videos, um dann die Spiele zu zeigen. Und wenn ich sie dann wegschicke, dann kann ich immer Bezug auf die New Stuff Videos machen, anstatt dann immer Videos zu erstellen, wo es dann heißt, ja, das ist jetzt die Vorbereitung für neue One-Up, für neues Pixel und was auch immer. Da finde ich das so tatsächlich dann besser. Ja, man hat hier eben tatsächlich einige Kratzer, die man sieht. Ich finde es jetzt aber nicht wild, dass es von hier unten. Es ist auch minimal, also da hat man auch so einen leichten Knick drin. Jeder dieser OVPs sieht wirklich an sich so super aus, aber hat halt immer so ein paar kleine Stellen, ja, wo es dann doch ein bisschen kritisch werden könnte. Wenn man sich jetzt hier dann einmal das Modul anschaut, falsche Seite. So. Da finde ich, sieht das Ganze wirklich wieder sehr, sehr gut aus. Und ich sehe jetzt zumindest so auf Anhieb auch keine, ja, das sind so minimale Kratzer. Ich finde aber, so sieht das echt gut aus. Also, ja, wie schon erwähnt, also ich denke mal, alle Module können eine 90 kriegen. Also ich sag mal, zwischen 85 plus und 90 sollten alle Module kriegen, weil sie sind wirklich in einem guten Zustand. Ich glaube, das Maroland 1 noch mit so am schlechtesten, aber alle sind wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sich jetzt hier die Anleitung anschaut, ich glaube, die ist auch definitiv auch am besten vom Zustand her von den drei Games. Ich zeige jetzt natürlich auch hier nicht jetzt jede einzelne Seite, aber wenn man sich das halt so anschaut, auch von den Knick und so, ist es am wenigsten. Hier ist sogar noch so ein Club Nintendo Postfachteil mit dabei und sogar noch die Rechnung vom Spiel. 60. Ja. Das sind Zeiten her. 60 Mark wird es ja dann noch gewesen sein. Ja, so ist das. Also ich denke mal tatsächlich hier ist sogar das Mo auch die Anleitung noch in einem echt guten Zustand. Wenn man so das, sich das Gesamtpaket anschaut, ich gehe tatsächlich davon aus, dass dieses Spiel noch am ehesten die 85 plus erreicht. Mein Wunsch wäre zumindest, was natürlich geil wäre, alle drei 85 plus glaube ich nicht. Hier glaube ich noch am ehesten dran und ich hoffe, dass Super Mario Land das auch noch irgendwie bekommen kann. Weil die gehören dann zusammen und wenn dann die beiden, Teil 1 und 2, beide eine 85 plus hätten, würde das halt schon ziemlich geil aussehen. Ich finde es immer schöner, wenn du eine Spielereihe hast und die ist dann größten, also gerade wenn sie eh nicht so groß ist, und die sind halt dann praktisch alle gleich. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, was bei rumkommt. Also ich denke mal, bei allen dreien ist eine 85 auf jeden Fall schon drin. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Aber bei der 85 Plus ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Pokern, sage ich mal. Da muss man letztendlich abwarten. Alle drei Spiele wurden als Sammlerzustand verkauft. Ich weiß gerade nicht, ob ich das vorhin schon einmal bei den anderen Games erwähnt hatte. Ich muss jetzt sagen, letztendlich stimmt es trotz alledem. Sammlerzustand liegt immer im Auge des Betrachters. Ich finde, wenn man jetzt halt so drauf guckt von vorne. So, jetzt von hinten und so von den Seiten sieht das ja erstmal wirklich sehr, sehr gut aus. Da ist kein direkter Abrieb oder sonst irgendwie etwas. Auch hier die Lasche zum Beispiel. Klar, sie hat einfach nur mal so einen leichten Knick.
da halt es komplett ohne Knick zu kriegen, ist halt wirklich schwer. Gerade wenn man halt sowas öffnet, und das ist ja nun wirklich dünne Pappe. Deswegen hast du dann auch sowas, so eine Stelle schnell wie hier unten. Aber es ist nichts Wilderes so. Und es sind jetzt nicht die perfekten Sammlerzustände, aber ich würde schon sagen, also es ist jetzt kein Mint-Zustand. Ich weiß nicht, ob das auch dabei dran stand, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem in Ordnung, dass Sammler Zustand dran stand bei der Auktion. Also ich bin auf jeden Fall für das, was ich gezahlt habe, glücklich mit den Zuständen. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass das Ganze auch soweit ja funktioniert und noch gut rumkommt. Klar, so Kleinigkeiten wie jetzt eben hier die Stelle und so, das ist ein bisschen schade. Oder die eine Stelle bei Kirby in der Lasche, das hatte man halt auf dem Foto nicht gesehen. Aber ja, ich denke mal, im Großen und Ganzen kann man damit zufrieden sein. Sehr schön, dann würde ich sagen, machen wir weiter. So, das nächste Paket ist schon wieder einfach zu big hierfür. Es ist von dem guten Game Treasure Hunter, den einige von euch sicherlich über Instagram und auch Discord kennen sollten. Ich glaube zumindest, dass du auf Discord bist. Und ja, er hat auch ein Spiel über eBay verkauft. Da konnte ich nicht Nein sagen. Er hatte es schon mal drin, dann habe ich es nicht bekommen. Ist mir dann für zu viel Geld weggegangen. Dann hat mich das gewundert, warum er das wieder drin hatte. Nach einiger Zeit, dann hat er mir erzählt, ja, der hat jetzt fast 2 Monate lang damit zu tun gehabt. Oder anderthalb oder was das waren. Weil der Typ nicht gezahlt hat und dann war mit eBay ein hin und her und ja, man kennt das ganze Spielchen ja irgendwie. Und dann hatte er es nochmal drin und da hatte ich dann die Chance, es nochmal zu ergreifen. Nun habe ich das Spiel bekommen, finde ich mega geil und er hat einfach mal richtig krass verpackt. Also, das ist noch heftiger als mein Paket, was wir uns gerade angeschaut haben, was aus Amerika kam. Das ist ja richtig Wahnsinn, also wow. Er hat überall, hast du hier so, also nicht nur Bruchgefahr, sondern man hat hier sogar an allen 4 Seiten diese Pfeile mit, wo musst du es aufmachen, wo musst du schneiden und so. Richtig geil. Also wirklich Respekt dafür, dass du das so gut verpackt hast. So, ich pack das Ganze mal weg. Also, wow. Ich glaube, ich habe von einem privaten Kauf, sage ich jetzt mal, habe ich glaube ich noch nie so ein gutes verpackte Paket bekommen, hey. Das ist der Wahnsinn. Also ich versuche auch schon immer richtig gut zu verpacken, aber das ist ja wirklich Next Level. Wahnsinn, mega geil. Und vor allem kann ich auch so sagen, wie es ist. Leider bei dem hier wirst du es auch brauchen mit dieser Verpackung. Als ob er es gewusst hätte, als ob er. Das habe ich sogar in einem meiner Videos erwähnt, als ob er das aus meinem Video hat. Nein, wird er nicht haben, aber. Ja, ich sag gleich, ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will, wenn ich das Ganze auspacke. Auf jeden Fall sehr gut. Wir legen es hier hin. Und schauen uns das Ganze an. Ich hole das Ganze raus. Alter, du bist der Beste. Ich feiere dich gerade. Das ist ja sowas von mega geil verpackt. Der hätte sich mal diese Firma, die hier drin ist, mal eine Scheibe von abschneiden können. Und auch einige andere, wenn man das in meinem Discord sieht, die manchmal leider was über eBay und Co. kaufen und dann halb abgefratzt im Briefkasten das so landet. Also wirklich, riesen Dank geht an dich raus, dass du das so geil verpackt hast. Und du hast es ja trotzdem innerhalb von 24 Stunden auch verschickt. Also Respekt, ich danke dir vielmals. Richtig, richtig geil. So, wir holen das Ganze raus. So, legen das Ganze zur Seite. So, und nun. Wahnsinnsgeschickt. Also, da will ich dir schon gar nicht eigentlich auspacken, hey. So. Ich hoffe, dass in den letzten Metern hier nichts schief geht. Denn wir haben die Pokémon Green Version von VGDB in einem RGS-Case von 85 Plus. Gut, die 85 Plus, da brauchen wir nicht groß drüber reden, das juckt keinen. Das interessiert mich absolut nicht.
Aber es ist einfach eine geile Sache, das für die Pokémon-Sammlung zu haben. Für die, die es nicht wissen. Ich pack das mal zur Seite, das sieht doch doof aus. So, wobei ich mache mal kurz das Licht anders. So, nun haben wir hier das ganze gute Stück und wir fangen auch direkt mal an, drüber zu quatschen. Ja, diese Version von Pokémon Grün dürfte es so eigentlich gar nicht geben. Zumindest normalerweise. Die Pokémon Grüne Version, Grüne Edition, kam so mit Game Boy, also dass nur Game Boy hier dran stand, nie raus. Es gab nur eine Game Boy Advanced Version, die damals nur in Japan rausgekommen ist. Und dann, ich kann auch nicht genau sagen, warum und weshalb, wurde mal gesagt, einige Zeit später, ja, dass man eine Firma in Auftrag gibt, diese VGDB, und die haben dann offizielle Repros praktisch rausgebracht, die auch limitiert sind. Man findet tatsächlich nicht ganz so viel unter den Sammlerkollegen, wie man es jetzt so hört. Weiß mal was von, ich meine, circa 500 Stück, 500, 550 Stück, also gar nicht so viele. Ich bin mir aber echt nicht sicher, vielleicht sind es auch ein paar tausend, keine Ahnung. Also von dem, was ich zumindest weiß, schreibe ich es euch hier nochmal ins Video. Auf jeden Fall ist das Ganze limitiert und ist dann 2016 rausgekommen. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt so eine Sache. Dieses Spiel ist, wenn du es zum Beispiel von Warte hast, saumäßig wertvoll geworden. Und warum? Weil das Ganze nicht mehr gegradet wird von Warta, sondern das war nämlich mein ursprünglicher Plan, dieses ganze Game hier zu Warta zu schicken und das dort crossgraden zu lassen. Ja. Und warum tun sie es nicht? Weil halt viele Fans oder auch viele Sammlerleute einfach gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen. Es ist zwar eine offizielle Repro, also es ist kein einfach so irgendwie gefaked und fertig, sondern es wurde offiziell in Auftrag gegeben. Es ist halt nicht von Nintendo selbst, aber es wurde offiziell in Auftrag gegeben, dass die das rausbringen dürfen in dieser Version, wo auch eben nur Game Boy dran steht, dass es so aussieht wie eben Blau, Rot und Gelb. Ich weiß gerade gar nicht, Rubin und Saphir, die waren glaube ich schon Advanced, ne? Ich glaube nur die ersten drei sind klassisch Game Boy. Ne, und Blattgrün und Feuerrot. Genau, das müssten, glaube ich, die fünf sein. Und diese normale grüne Edition, die gab es halt, wie gesagt, so nie. Und da streiten sich halt jetzt die Geister drum. Kann man das jetzt offiziell graden lassen oder nicht? Wie gesagt, Warte hat das eine lange Zeit lang gemacht. Deswegen war ich verwundert und dann habe ich auf einmal gehört, die machen es nicht. Dann habe ich, die machen das nicht mehr, weil sie halt auf gut Deutsch einen Einlauf bekommen haben. Warum könnt ihr euch, warum wagt ihr es, ein Repro-Spiel zu graden? Ich finde, es ist halt schwierig, das zu kommunizieren. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Dadurch, dass es ja eben nicht irgendeine Repro ist und es ist einfach eine gefälschte OVP und fertig, sondern es ist eine lizenzierte OVP in dem Sinne, finde ich, hätte man das ruhig machen können. Gut, ja, nee, ich hatte Warte angeschrieben, die haben auch gesagt, nee, machen wir seit längerem nicht mehr. Da war das Thema durch. Pixel macht das Ganze ebenfalls nicht. Da habe ich auch schon nachgefragt, weil es bleibt für die schlicht und einfach eine Repro und dementsprechend sagen sie, nee, sie graden das Ganze nicht. Aber ich habe mit Alex von OneUp gesprochen und da könnte ich das Ganze mit abgeben. Das werde ich dann noch tun, wenn wir jetzt dort vor Ort sind. Da werde ich das Ganze mitnehmen und dann wird das Ganze in ein OneUp Case landen. Ist auch nicht das Schlechteste. Ich meine, meine Pokémon Games sind ja schließlich auch bisher jetzt alle in einem One-Up-Case. Da wird einfach der Vermerk halt mit draufkommen, dass es eben die VGDB-Version ist. So wie jetzt hier bei RGS auch. Ich weiß jetzt nicht, ob er da explizit nochmal dran schreiben wird, dass es eine lizenzierte Repro oder sonst was irgendwie ist. Ich weiß es nicht, wie er das dann genau vorhat. Das kann ich nicht sagen. Aber er hat gesagt, mit dem offiziellen Vermerk auf dem Label ist das Ganze kein Problem, weil es ja eben, so wie ich es auch schon sage, eben ein was Lizenziertes ist. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Woran merkt man es halt auch? Es ist halt eben auch eine matte Rückseite. Alle diese Gameboy-Games haben eigentlich eine, ja, haben auch gerade bei den neueren, also zum Beispiel auch bei Saphir und Rubin und Feuerrot, Blattgrün und so, die haben halt alle diese glänzende Rückseite. Das ist halt jetzt eher an die ersten drei Editionen angehaucht, weil die haben ja auch hinten
die matte Rückseite dran. Und hier ist eben dieses Logo von VGDB, was schon einige Spuren tatsächlich auch hat. Hier ist es mir auch relativ egal. Ich beachte die 85 Plus auch absolut nicht. Keine Ahnung, was dabei rumkommen wird. Man hat natürlich hier so ein paar Sachen. Ich meine, die Folie an sich sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt an der Naht irgendwie ist. Ich lasse das Ganze jetzt in der Pullybag einfach für den Transport jetzt dann zu OneUp. Dementsprechend nicht wundern, sonst hole ich hier die Sachen ja immer raus. Aber ich meine, auch wenn es nur ein EGS ist, das juckt mich eh nicht. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ist ja jetzt auch egal. Man kann es ja soweit ganz gut erkennen. Und dann passt das schon. Ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt hier nichts irgendwie zu sehr eingedrückt hat. Aber er hat das ja echt ganz gut verpackt. Also da ist eigentlich, sollte nichts eingedrückt sein. Sieht aber doch soweit ganz gut aus. Ja, sehr schön. Das ist meine Pokémon Grüne Edition in der VGDB-Version. Und ja, ist eine sehr schöne Sache. Ich freue mich, dass ich das Ganze hier liegen habe, weil auch eben, wenn es nicht so offiziell dazugehört, ist es eine besondere Sache für die Pokémon-Sammlung. Und dementsprechend ist das schon geil, das dann hier stehen zu haben. Sehr schön. Wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. So Leute, nun kommen wir, glaube ich, zu meinem absoluten Highlight. Also nicht nur mein Highlight aus diesem Video, sondern ich würde eigentlich schon sagen, mit meinem New Super Mario Bros. Wii mit Autogramm ist das hier mein absolutes Grail nun in meiner Sammlung. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf, dass das jetzt hier da ist und ich hoffe, da passt auch soweit alles. Ich packe das Ganze jetzt einmal aus und wir schauen, wie gut das verpackt ist. Ihr könnt es schon sehen. Es ist absolut geisteskrank. Es ist absolut geisteskranker Shit. Für jeden Fan. Und es ist das allererste Mal, dass ich ein Wartecase in der Hand halte. Oh my goodness. Wir haben hier ein Yu-Gi-Oh! The Secret Cards in einer 9-2A-Plus von Warta. Eigentlich nichts Weltbewegendes unbedingt, aber ihr könnt hier sehen, es ist mit der originalen Unterschrift von Dan Green. Sie ist sogar zertifiziert von JSA. Dementsprechend auch hier die Karte dabei mit der zertifizierten Nummer. Genau. Das heißt, es ist extra nachgeschaut worden. Okay, es ist die Originalunterschrift. Man hat das hier mit bei, weil einige haben es ja nicht. Deswegen sehr, sehr geile Sache. Und ich freue mich riesig, das Ganze hier zu haben. Ihr wisst, gerade wenn es so Kindheitssachen sind, und ich bin, Yu-Gi-Oh! Ist meine absolute Kindheit gewesen. Das war noch vor Nintendo, vor Mario, vor allem. Yu-Gi-Oh! War so das allererste, wo ich Kontakt zu hatte, seit ich jetzt irgendwie denken kann. Und ich das auch noch in Erinnerung habe. Dementsprechend habe ich eine riesen, riesen Bindung zu Yu-Gi-Oh! Und ja, gerade bei dem Game hier, das basiert ja praktisch aus der Originalserie, aus praktisch zweite und dritte Staffel mit dem Battle City Turnier. Das Spiel, dementsprechend passt das perfekt, weil es auch einfach mit die geilste Staffel ist oder geilste Staffeln. Oh ja, das ist einfach, einfach geil. Da war mir das auch absolut zweitrangig von der Bewertung, weil das kriegst du einfach nur so einmal. Klar, es gab welche auch mit 996 und 98. Aber da war mir der Zustand wirklich egal. Und ich finde, mit einer 9-2 kann man doch absolut gut leben. Und mit der Folie mit einer A+ ist doch auch ziemlich, ziemlich geil. Kann man deutlich schlechter treffen. So, bevor ich gleich einmal was zum Case sage, ja, schauen wir uns erstmal das Spiel an. Und von vorne sieht das Ganze ja echt ziemlich gut aus. Man hat so ein paar leichte oberflächliche Kratzer, die man sehen kann,
auf der Folie. Aber sonst sieht ihr echt gut aus. Hier von der Seite ebenfalls. Von hier unten, da kann man auch nicht meckern, da ist nichts eingerissen, auch nicht irgendwie bei diesem Sticker oder so. Dann halten wir das Ganze einmal so. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Und dann schauen wir uns einmal die Rückseite an. Hier unten ist auch nochmal von JSA eben diese Nummer drauf. Müsste dieselbe sein, ne? Genau, passt perfekt. Da haben sie so einen Sticker drauf gemacht mit, dass es eben genau auch das Originale ist, wo die Unterschrift überprüft haben und dass es eben nicht gefälscht ist. Also mega geil, das hier so stehen zu haben. Und ich werde das nie wieder loslassen. Darauf könnt ihr euch lassen. Ich bin gerade sowieso wieder heftigst im Yu-Gi-Oh!-Fieber. Ihr habt es ja mitbekommen, ich war jetzt in Ägypten und habe auch vor den Pyramiden ein Foto gemacht mit den Götterkarten. Und auch, dass die hier hinten mit drauf sind und so, oh mein Gott. Eigentlich wäre das nur noch die Krönung gewesen, dass die hier mit drin gewesen wären und nicht diese drei Karten. Dann wäre das ein ultimatives Spiel. ja, schön wär's. Aber trotz alledem, mega, mega geil. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal kurz so anschaue, um mal zu überprüfen, warum denn 9-2. Die Box ist etwas eingedrückt, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das täuscht. Also ich versuche mal, das so zu halten, dass ihr trotzdem mal was sehen könnt. Ja, sie ist minimal eingedrückt. Also, es ist echt nicht stark, aber wenn man hier so drauf guckt, von der Seite, könnt ihr das erkennen? Es geht leicht ein. Also, wenn man praktisch von hier guckt und dann in die Mitte, es ist nicht wild. Also, es sieht auch nicht aus wie eingedrückt, aber man sieht, okay, es geht ein bisschen rein. Es ist nicht komplett flach wie vorne und das wird wahrscheinlich dann der Grund auch gewesen sein, dass die Box eben nur eine 9-2 bekommen hat. Ich finde das Grade vollkommen gerechtfertigt. Ich wüsste jetzt nicht, was das in VGA irgendwie wäre. Wie gesagt, dafür kenne ich mich mit Warta zu wenig aus. Ich weiß, dass eine A+ schon echt ziemlich gut ist. Also A+ würde ich halt jetzt mal sagen. Es kommt halt auch immer darauf an, wie Warta das Ganze bewertet. Ich habe jetzt schon oft gelesen, du kannst teilweise mit einer B, wo du denkst, das ist vielleicht eine 75, 80, hast auf einmal eine 80 plus oder so bekommen im Ziel. Und hier kann es ähnlich sein. Aber ich würde mal behaupten, mit einer A+ kannst du so zwischen 85 und eventuell mit Glück sogar eine 85 plus im Siegel bekommen. Weil hier hast du ja jetzt ja wirklich gar nichts. Also da sind keine Einrisse oder sonst was. Also ich denke, meine 85 sollte beim Siegel schon realistisch sein. Eine 9-2 kommt halt auch da wieder sehr, sehr stark drauf an, weil viele ja auch sagen, 9-8. Können trotzdem nur eine 85 plus sein, theoretisch. Dann wäre schon noch mit einem ja, 9,6 und 9,4, dann wäre eine 9,2 vielleicht eine 80 oder so. Weiß ich nicht. Ich muss aber sagen, ich finde die Box, ja, das wäre nicht gerechtfertigt, wenn du jetzt hier nur eine 75 plus 80, finde ich jetzt persönlich, der Box geben würdest. Ja, du hast diesen leichten Eindruck, minimal. Aber ich finde das trotzdem nicht schlimm. Also ich finde, als Gesamtbewertung würde ich das jetzt so einschätzen, hätte ich dem ganzen Spiel bei VGA zum Beispiel eine 85 gegeben. Das wäre so meins, wo ich da glücklich mit wäre. Ja, ist mir aber auch relativ zweitrangig, weil ich das nicht irgendwie zu VGA oder sonst wie schicken werde. Und ja, einmal noch kurz zum Thema Water Case. Das ist jetzt mein allererstes Water Case. Wir haben ja die Community Sub gemacht. Das heißt, da dachte ich eigentlich, okay, die kommen als erstes und da kann ich dann mein Feedback zu den Cases geben. Aber jetzt habe ich hier als allererstes die Möglichkeit. Und ich muss mal wirklich sagen, ich habe es mir schlechter vorgestellt. Ich bin ja immer eine lange Zeit ja, eher abgeneigt oder ein Feind der Water Cases gewesen. Und ich kenne viele, die das auch immer noch so sind. Ich muss aber sagen, klar, es ist nicht das schönste Case. Wirklich nicht. Aber hier steht jetzt auch nochmal Yu-Gi-Oh! The Secret Cards 9-2. Weil für viele, die dann sagen, okay, sie haben es dann so im Regal stehen, weil es dann einfach weniger Platz wegnimmt. Dann hat man hier nochmal Infos drauf. Und das ist halt das, was ich geil finde. Hier ist das Water-Logo. Man kann von Warta halten, was man will. Aber sie haben geile Infos drauf. Du hast hier die nötigsten Infos. Dann hast du hier, das finde ich auch nochmal,
Mit Box und Ziel, dass das abgegrenzt ist, auch nicht verkehrt. Und hier hinten hast du halt einfach die wichtigsten Informationen. Die Great Details nochmal. Was für ein Ziel das ist, also First Party, HACCP. Dann eben jetzt in dem Fall, dass da noch diese Signation mit drauf ist. Und hier rechts die Details von dem Spiel von 2002, Nintendo Game Boy Advance. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 7 Legendary Legend. Ach krass, das ist praktisch schon das siebte Yu-Gi-Oh! Game? Nee, als ob das das siebte Yu-Gi-Oh! Game ist, oder verstehe ich das jetzt gerade falsch? Nintendo Game Boy Advance Game Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 7 Legendary Legend. Gibt es ja echt so viele schon Vorgänger. Also ja, und du hast jetzt noch hier das dunkle Duell. Aber wie viele gibt es denn da noch davor? Oder zählen die die japanischen? Dabei da gab es ja, glaube ich, ein bisschen mehr, die nie bei uns richtig in der Art und Weise erschienen sind. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da kann vielleicht mal ein Yu-Gi-Oh! Gameboy-Experte was in die Kommentare schreiben. Und ja, based on the Battle City Story, Arc of the Animated Series. Und auch von wem die Musik ist und so, ne? Und Cover Artist. Es ist einfach geil. Also da kann man sagen, was man will. Man kann sich das Ganze hier auch einmal anschauen. Scan Me. Das ist dann wahrscheinlich für den Pop Report, würde ich jetzt mal dann sagen. Genau, watergames.com. Es ist schon geil. Also ich muss sagen, ich habe es mir immer schlimmer vorgestellt. Ich habe aber auch immer gesagt, sollte ich mein Watergames in der Hand haben, möchte ich auf jeden Fall auch ein Gameboy-Game dafür haben. Weil es ist klein, eckig, kantig. Es passt designtechnisch perfekt zu diesem Case. Ich bin mal gespannt, wie mir das gefällt, wenn dann meine beiden Assassin's Creed-Spiele dann wieder hier im Hause sind. Und wie mir das dann mit solchen Spielen gefällt. Weil hier, du hast nicht so viel Platzverschwendung links, also drumherum. Es ist klein, eckig, kantig. Es passt einfach zur Optik der OVP. Dementsprechend passt das einfach super. Ich war am Überlegen, zwischenzeitlich das Ganze auch nochmal crossgraden zu lassen, aber ich bin ehrlich, so wie ich das hier gerade habe, werde ich das nicht tun. Ich werde das Ganze so lassen, wie es ist, weil es auch einfach perfekt passt, mit eben dieser Signatur, dass es sie eben auch auf dem, ja, mit auf dem Acryl steht, das also mit auf dem Label. Dementsprechend werde ich das Ganze so lassen, wie es ist. Ich bin da sehr, sehr glücklich mit, ich hätte es nicht gedacht, aber. Doch, auch mit dem Watercase kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich freue mich wirklich sehr, die Originalunterschrift von Dan Green nun hier mit drauf zu haben. Ist ja die Stimme, die originalamerikanische Stimme von Yugi, als auch von Yami Yugi. Er hat ja beide gesprochen, heller Ton wie dunkler. Jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas mit Kaibas Autogramm. Da hatte ich auch schon mal geguckt gehabt, aber da gab es dann nur so diese Pop. Figuren, diese Funko Pops. Und das interessiert mich ja gar nicht. Eher dann wirklich auch nochmal so ein Spiel oder von mir aus auch eine Karte, aber dann muss die halt auch wieder zu Kaiba passen oder so. Das wäre noch so ein Traum, aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich so schnell hier rankomme. Oder überhaupt an sowas habe ich nicht gedacht, habe ich spontan gesehen und da musste ich dann zuschlagen. Gut, das so viel dazu. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen viel gelabert für dieses Spiel, aber das musste jetzt einfach mal sein. Ich musste es rauslassen. Mein Yu-Gi-Oh! Herz schlägt hier einfach höher. Ich freue mich total, das nun mit in die Vitrine zu stellen. Da werde ich mir auch noch was Besonderes einfallen lassen für eine Yu-Gi-Oh!-Ecke. Und ja, ich werde das Ganze hier auch nochmal extra in ein Video packen. Dementsprechend werdet ihr das Ganze sehen. Warum sage ich das? Weil ich das Ganze hier auch parallel nochmal mit in den New Stuff Collection für März reinpacken werde. Genau, und dementsprechend werdet ihr das hier dann doppelt sehen. Sehr schön, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und für die in dem New Stuff Video geht's jetzt weiter. Bis dann. So, und das hier nochmal exklusiv für das New Stuff Video. Einmal, das Ganze hat ja ein Holo-Effekt. Wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das wäre einfach nur so normal, okay, blauer Hintergrund, 9.2 und fertig. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Mega cool, was auch immer dieses CDT bedeutet. Das kann mir ja vielleicht mal ein Warte-Experte hinschreiben. Und auch was dieses Logo, das hier bedeutet. Keine Ahnung, sagt mir irgendwie nichts. Aber wie gesagt, da bin ich auch Neuling, was Warte angeht. Aber das hier, ziemlich cool, wollte ich noch loswerden. Und mir ist tatsächlich noch eine Sache aufgefallen, warum das Ganze nun eine 9.2 bekommen hat. Aber wenn man hier so drauf schaut, ich weiß nicht, ob euch das vorhin auch schon aufgefallen ist,
hat man auch einen minimalen Eindruck im Cover, also tatsächlich so ähnlich wie hinten, aber nur noch weniger. Und muss mal überlegen, wie zeige ich das denn am besten? Da, doch, hier kann man es sehen. Da sind so leichte Eindrucksspuren von der bei der OVP, dort auch wo die Kratzer sind von der Folie, sind so ganz leichte Eindrucksspuren. So, das wird halt einfach daran liegen, warum das Ganze nur eine 9.2 hat. Das ist mir noch aufgefallen. Sonst hat man hier aber, glaube ich, nichts. Wie gesagt, das sind alles die Kratzer auf der Folie oder wahrscheinlich sind es so, können sogar noch auf diesem in diese, von diesem Schuber vielleicht sogar sein, wo die Spiele immer bei Warta drin liegen. Ich weiß es nicht. Aber sonst sieht das Ganze doch gut aus. Da hat man nochmal bei Yugi's Puzzle so einen minimalen Eindruck. Aber für das Alter, für den Zustand, bin ich mega, mega glücklich.